In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Sarah, wie du mit den richtigen Texten neue Kunden für dein Business gewinnst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für mehr Motivation, Inspiration und Transformation in deiner Selbstständigkeit. Ich freue mich unglaublich auf das heutige Gespräch mit meiner Gästin Sarah. Aber bevor ich mehr über sie verrate, kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Sarah ist Copywriterin, Textmentorin und Gründerin von The Word and Only. Sie unterstützt leidenschaftliche Selbstständige und Unternehmen dabei, erfolgreich das zu tun, was sie lieben, indem sie sie dabei begleitet, ihre Vision und Persönlichkeit in Botschaften zu übersetzen, die ihre Zielgruppe im Herzen berühren, begeistern und zum Kauf bewegen. In Form von Mentorings, Online-Programmen oder indem sie für andere textet, unterstützt sie viele Selbstständige auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Und heute ist sie hier in unserem virtuellen Raum. Ich bitte um einen großen virtuellen Applaus. Ich freue mich riesig auf dich, liebe Sarah. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein und danke für die super schöne Anmoderation. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen geehrt. Voll schön. Ich freue mich sehr auch, dass du dich gemeldet hast und dass wir heute dieses Gespräch gemeinsam führen. Denn ich weiß nicht, oder ich weiß, dass es vielen, die jetzt zuhören, auch so geht. Die denken sich, um Gottes Willen, Texten. Instagram-Texte, was schreibe ich auf die Webseite, was kommt in mein Freebie, was kommt unter meine Posts, in die Captions. Hast du schon immer gerne Texte geschrieben? War das schon immer so dein Steckenpferd oder hat sich das erst über die Jahre so ergeben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn tatsächlich ist es bei mir schon so, dass ich immer gern geschrieben habe. Aber bei mir war das dann nie so wirklich auf dem Schirm, dass auch ich das beruflich machen kann. Also bei mir war ganz klassisch, ich hatte einzig allein auf dem Schirm, Autor ist vielleicht ein Beruf, der irgendwas mit Texten zu tun hat, aber davon kann man ja nicht leben. Das war für mich halt soweit ganz klar und bin dann eher so ein bisschen durch Zufall in die ganze Welt des Copywritings und der Worte gerutscht sozusagen. Denn ich habe gleich nach meinem Abitur auch nebenher einen Account betrieben, sozusagen auf Instagram, ganz klassisch, und war dann da als Content Creator erstmal tätig und habe kreativen Content für Unternehmen erstellt. Und da kam dann aber relativ schnell die Nachfrage auch nach passenden Texten dazu. Und genau, so bin ich dann erstmal in Berührung mit dieser ganzen Welt gekommen. Und ja, die Welt des Content Creators hat sich dann relativ schnell doch eher in eine anstrengendere Richtung, sage ich es jetzt mal, entwickelt. Also es ging höher, schneller, weiter. Genau, auch das ganze Reels kam ja dann auf, etc. Und das war mir dann auch so als eher ruhigere Person etwas viel. Und genau, dann habe ich halt auch nochmal geschaut, wie ich tatsächlich dann bisher an meine Kundinnen kam. Und es war meistens dann durch Texte, die überzeugt haben und die auch vor allem ja diesen Wert von dem Angebot wiedergespiegelt haben, ohne jetzt mich irgendwie durch große Reichweite oder Ähnliches dafür zu qualifizieren, sage ich mal. Genau. Mega, mega spannend. Du hast gerade viele spannende Dinge gesagt, wo ich gleich einmal einsteigen werde. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt eine Copywriterin? Für alle, die sich jetzt fragen, Copy, what? Genau, also es hat nichts mit dem Copyright, also zu tun, dieses, was man ja so kennt, dass man es nicht kopieren darf. Hm. Das ist was ganz anderes. Man kann es so übersetzen als Werbetexterin. Ich mag den Begriff persönlich nicht so. Ich finde, es klingt immer noch sehr, ja, werberisch, wenn man das so sagen kann. Und ja, schlussendlich ist es eben die Aufgabe,
Texte zu schreiben, die Menschen zu einer bestimmten Handlung bewegen. Und in den meisten Fällen ist es ein klassischer Kauf, aber das muss nicht immer sein. Also es kann auch sein, zum Beispiel auf einen Link zu klicken oder ein Erstgespräch zu buchen. Aber es ist halt, es gibt ein definiertes Ziel und das möchte man durch die Texte, durch die Art und Weise, wie man formuliert, auch erreichen. Du hast vorher was super Spannendes gesagt. Du bist eher ein ruhigerer Typ und deswegen hast du gemerkt, okay, Content, so Creation ist nicht deins. Trotzdem bist du ja damit gestartet. Und dahinter, finde ich persönlich, versteckt sich eine gute Botschaft an alle, die jetzt auch gerade zuhören. Einfach mal den ersten Schritt zu gehen, mit etwas anzufangen und erst dann öffnen sich neue Türen. Wahrscheinlich wärst du nicht drauf gekommen, sofort zu sagen, ich werde jetzt Copywriterin, wenn du nicht mit dem Content-Thema gestartet wärst, oder? Auf alle Fälle. Also damals Copywriting war für mich kein Begriff, überhaupt gar nicht. Ich bin da dann auch tatsächlich erstmal in Berührung gekommen, als ja eine Stelle in einer Agentur dann wirklich das so betitelt hatte und da dann eben dran stand, okay, es geht hier um Texte schreiben, wo ich dann erstmal erfahren habe, okay, dahinter verbirgt sich tatsächlich ein Beruf. Ja, der eben mit Texten arbeitet sozusagen. Und wie du sagst, es ist, ja, ich denke, oftmals ist es heute so, es wird einem so das Gefühl vermittelt, man muss starten mit dem Endpunkt sozusagen, egal was es ist. Nach der Schule, sei es das Studium, weil du dann genau weißt, dass du da nachher in dem Unternehmen mit dieser Position arbeitest und da dann glücklich bist. Und das Gleiche ist ja auch bei der Selbstständigkeit. Man sagt, okay, positioniere dich und vor allem möglichst spitz und so weiter und so fort. Das hat bestimmt auch alles seine Berechtigung, aber man muss ja erstmal herausfinden, was man möchte, was es vielleicht auch noch für Möglichkeiten gibt. Und wenn man nie anfängt und nur in der Theorie bleibt, dann wird man das einfach auch nie herausfinden. Das ist ein sehr guter Punkt, auch das mit dem Schluss, was du gesagt hast. Ich glaube, dass sich dahinter auch sehr viel Angst versteckt von den Menschen, so Angst zu scheitern, Angst zu versagen, Angst nicht gut genug zu sein. Hast du da Tipps, wie du für dich mit dem Ganzen umgegangen bist? Weil du bist ja, hast ja auch gesagt, bist eher ruhiger, eher introvertiert. Vielleicht für alle, die zuhören, die einen ähnlichen Charakter haben wie du. Was hat dir geholfen, dann trotzdem deine Komfortzone zu verlassen? Weil ich kann mir vorstellen, es ist für jemand, der introvertiert ist, nochmal ein Stück herausfordernder, rauszugehen, als für jemand, der sowieso voll offen und extrovertiert ist. Ja, das ist auch schwierig zu beantworten, denn ich glaube, bei mir ist es teilweise auch eine Mischung. Also es ist einfach so die intrinsische Motivation, also wirklich eine Leidenschaft, die man auch hat, wo man sagt, okay, dafür lohnt es sich, über den eigenen Schatten zu springen und einfach mal loszugehen. Gleichzeitig bin ich auch so ein Mensch, einerseits zerdenke ich alles super, super gerne. Bin dann aber auch die, die einfach sagt, einfach mal machen, wird schon irgendwie werden. Und das ist einfach so eine Mischung, die mich bisher ja vorangetrieben hat und ja, wo ich auch einfach immer an Situationen dann gewachsen bin. Und vielleicht auch, was du angesprochen hattest, gerade für leisere Menschen oder generell für jeden, vielleicht auch einfach zu schauen, okay, wo gibt es eine Mischung? Also die Sichtbarkeit war für mich auch lange eben sichtbar sein durch Fotos, durch, ich sage jetzt mal, ich zeige mich in Stories, in Reels und so weiter und so fort. Aber ich habe zum Beispiel meinen Weg gefunden durch Texte. Das ist auch eine Art der Sichtbarkeit. Du wirst eben auch sichtbar und kannst auch durch deine Texte, durch die Art und Weise, was du erzählst, wie du formulierst, und Storytelling zum Beispiel auch so, so viel von dir preisgeben und dadurch eben auch ja starke Verbindungen aufbauen zu deiner Zielgruppe. Und dadurch eben an Sichtbarkeit gewinnen. Das finde ich richtig, richtig spannend, denn das ist ja auch gerade mein Prozess aktuell, Menschen nicht mehr eine Strategie zu verkaufen, die bei mir jetzt funktioniert hat, sondern zu sagen, es ist individuell und in jedem drin versteckt sich die Antwort.
und durch gezielte Fragen das Ganze halt rauszuholen. Ich finde, du hast das gerade super schön gesagt. Texte ist auch eine Form von Sichtbarkeit, wo ich jetzt in erster Linie nicht daran denken würde. Also für mich in meiner Welt ist Sichtbarkeit immer noch, ich mache ein Video, ich poste ein Bild von mir, dann bin ich als Alessandra sichtbar. Und deswegen gerade für alle, die jetzt hier zuhören und denen ich schon mal gesagt habe, du musst eine Instagram-Story machen, die werden jetzt sagen, danke Sarah, ich werde Texte schreiben. Findest du trotz, also du hast ja trotzdem auch auf der Webseite zum Beispiel Bilder von dir, es ist trotzdem wichtig, sich mit dem Gesicht zu zeigen, oder? Reichen nur Texte, Anführungs- Schlusszeichen? Also es ist tatsächlich so, ich habe ein Bild, glaube ich, tatsächlich nur von mir. Und bisher hat es auch super funktioniert. Ich würde sagen, es wird trotzdem, es ist einfacher, wenn man sich zeigt, wenn man mehr Bilder von sich hat, auch in den Storys spricht. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich denke, was es einfacher macht. Es kann trotzdem auch rein über Texte funktionieren. Aber wie du sagst, wir sind halt Menschen. Wir möchten einfach trotzdem auch gerne mal einen Eindruck von einer Person bekommen. Und ja, wenn man vielleicht sich jetzt auch noch nicht traut, wirklich sich zu zeigen, ist vielleicht auch erstmal der erste Schritt, irgendwas zu filmen und dann einfach zu sprechen. Weil es ist ein weiterer Schritt, nochmal eine andere Dimension, nenne ich es jetzt mal, diese Stimme mit einzubringen in den Content und dadurch vielleicht dann erstmal diesen ersten Schritt zu gehen und dann zu schauen, okay, wie fühle ich mich damit, um dann eben ja weiterzugehen. Voll gut. Ich glaube, dass sich da viele gerade darin wiedersehen oder wiedererkennen, weil ich das super wichtig finde, auch verschiedene Wege aufzuzeigen, dass es nicht nur einen Weg zum Erfolg gibt, sondern ganz viele verschiedene und dass den für jeden individuell ist. Was waren für dich so die ersten Schritte in der Selbstständigkeit, die du gezielt gesetzt hast, um dann sagen zu können, okay, jetzt bin ich selbstständig und jetzt läuft mein Business auch, jetzt habe ich erste Umsätze gemacht? Also es war natürlich erst nochmal zu schauen, wo möchte ich überhaupt hin, sozusagen. Also mit wem möchte ich arbeiten, um mir dann eben auch ganz gezielt zu überlegen, wie kann ich diese Personen auch erreichen, ansprechen und wo möchte ich sie erreichen. Also ganz klassisch mir nochmal Gedanken über meine Zielgruppe zu machen und dann eben zu schauen, okay, auf welchen Plattformen erreiche ich sie und dann eben die Ansprache in den Texten sozusagen auch dementsprechend anpassen, beziehungsweise auch meinen eigenen, ich sage immer so dazu, Tintenabdruck, also der eigene Schreibstil zu entwickeln und zu finden, weil das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man sich dann nachher auch unterscheidet. Man hat es ja im Personal Branding, sei es durch Farben, durch Logos. Aber im Texten geht es eben auch, indem man eben auch seine eigenen Formulierungen findet, sowas wie zum Beispiel ja Wörter wie der Tintenabdruck, aber auch generell schreibt man eher zum Beispiel mit einem Augenzwinkern, mit schwarzem Humor, sehr einfühlsam oder ganz kurz und knapp. Und dadurch kann man dann halt auch steuern, wie möchte man ansprechen, wie möchte man wahrgenommen werden. Und das entwickelt sich auch mit der Zeit. Das ist nichts, was man so, wo man so mit dem Finger schnippt und das ist dann plötzlich da. Und genau, und das würde ich sagen, ist auch so ein bisschen ein Prozess gewesen. Aber das waren so diese Schritte, also die Zielgruppe zu schauen, wo möchte ich sein und wie möchte ich die Leute auch erreichen, beziehungsweise wie möchte ich auch wahrgenommen werden, um da dann eben auch erstmal Kunden zu erreichen, die ja zu mir auch weiter passen, sag ich mal. Genau, wo auch eine Zusammenarbeit dann schön ist und Freude bereitet. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich richtig schwer tun beim Texten. Also die eine Möglichkeit ist, sie buchen dich. Das wäre die einfachere. Wenn jemand jetzt sagt, oh, ich möchte aber wirklich mich gerne auch mit Texten auseinandersetzen, aber es fällt mir so schwer. Hast du da einen Tipp, wie können die Menschen ihre Schreibblockade lösen oder was gibt es für Möglichkeiten, um
sich mehr mit einem Text zu identifizieren? Können in mein Mentoring kommen. Nein. Sehr gut. Spaß beiseite. Genau, also ich denke, vor allem ist einmal so ein bisschen, ja, zu an die ganze Sache ein bisschen anders dran zu gehen. Nicht mit dieser Erwartungshaltung, das muss jetzt der perfekte Text sein oder werden. Viele sagen auch mal, zuerst schreibst du schlecht und dann schreibst du gut. Also Okay. diese Hemmschwelle einfach mal so ein bisschen loszulassen und einfach wirklich mal alle Gedanken, die zu dem Thema, zu dem Angebot selber aufploppen, niederschreiben. Und dann kann man eben anfangen, das Ganze zu strukturieren, herauszufiltern, okay, was hat vielleicht tatsächlich Potenzial oder eben auch vielleicht Sätze dann eben herauszufinden, wo man sagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel eine Formulierung, da weiß man gar nicht genau, was sie eigentlich wollte. Also soll sie jetzt das Angebot erklären oder soll sie den Mehrwert dieses Angebotes darstellen? Genau, also das ist so mal der erste Schritt, wo ich sagen würde, genau, habt da keine Scheu, auch einfach mal schlecht zu schreiben. Müsst ihr nicht gleich veröffentlichen, aber einfach mal so diese Hemmschwelle verlieren. Und ist es auch so, weil ich denke jetzt gerade dran, wenn ich zum Beispiel ein neues Produkt rausbringe, dann frage ich meine Community. Und wenn ich jetzt halt noch ein kleineres habe, werde ich trotzdem ein paar Menschen haben, die vielleicht antworten, dass ich ein Feedback einhole von meiner Zielgruppe zu meinen Texten, oder empfiehlst du das eher nicht? Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Da habe ich noch gar nie konkret darüber nachgedacht. Das ist natürlich schwierig einzuschätzen, weil man kann natürlich fragen, würde euch das jetzt so ansprechen? Würdet ihr da verstehen, worum es geht? Trifft das vielleicht auch diesen Kern, diese Probleme, also diese Pain Points sprechen wir ja dann davon, die euch tatsächlich beschäftigen? Dahingehend, denke ich, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Das ist auch auf jeden Fall ein Schritt, den man davor machen kann, wenn man wirklich eine Community hat, vielleicht auch einfach vornherein nochmal ja, ein paar Fragen sich zusammenzustellen, um dann in den Austausch zu gehen und dann tatsächlich diese Formulierung oder diese Begriffe, die vielleicht in einem Gespräch fallen, dann auch in den Text einzubinden. Weil das ist etwas, wenn jemand ganz frei noch worüber spricht, dann fallen meistens Begriffe, auf die man so vielleicht gar nicht gekommen wäre, was eben dann super ist, um das in die Texte einzubauen, um die Zielgruppe wirklich mit ihren eigenen Worten sozusagen abzuholen. Genau. Aber wenn man jetzt nochmal so betrachtet, die Frage, was du hattest, ob der Text jetzt gut oder schlecht ist, da würde ich jetzt, wenn meine Community jetzt nicht total professionelle, erfahrene Copywriter ist, würde ich dahingehend wahrscheinlich jetzt keine Frage stellen. Aber hinsichtlich, okay, trifft es den Kern? Versteht ihr, was ich damit sagen wollte? Dahingehend kann man sich auf jeden Fall, denke ich, nochmal Feedback einholen. Voll gut. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so drei knackige Tipps, wie sie mit ihren Texten neue Kunden gewinnen können? Was ist wichtig? Ja, also auf alle Fälle würde ich einmal sagen, es ist wichtig, Emotionen zu wecken mit den Texten. Denn Emotionen sind schlussendlich das, was verkauft. Also ich habe es nicht ganz im Kopf, aber die Studien sagen zwischen 80 oder glaube schon fast 90, 95% der Entscheidungen werden unterbewusst, also auf emotionaler Ebene gefällt bzw. getroffen. Das heißt, reine Fakten jetzt in den Texten aufzuzählen, nützt wenig. Und wenn wir da jetzt vielleicht so ein bisschen reinzoomen, okay, was heißt jetzt konkret Emotionen wecken? Ich würde sagen, ein einfacher Tipp ist da, wirklich Bilder in den Kopf zu malen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt, stell dir vor, du hast keine Rückenschmerzen mehr, sondern stell dir vor, du hüpfst morgen quietschfidel aus dem Bett, streckst und reckst dich und hast keinerlei Zipperchen mehr. Und das ist jetzt nur ja, aus dem Ärmel geschüttelt ein kleines Beispiel, aber das weckt halt ein konkretes Bild
Und man kann sich das vorstellen, vielleicht auch wie ich jetzt fröhlich da aus dem Bett hüpfe oder so. Und ist dadurch viel emotionaler schon, wie okay, du hast keine Rückenschmerzen mehr. Ja. Ist das auch schon so in Richtung Storytelling dann? Oder ist das wieder was anderes? Ja, also ich würde sagen, es vermischt sich. Also man muss nicht unbedingt ein klassisches Storytelling, also wirklich eine ganze Geschichte aufbauen, aber wie du sagst, das sind halt schon sehr viele Parallelen, weil wie du, ja, wie, das, dieses Stell dir vor, ist ja schon so ein bisschen eine Mini-Geschichte an sich. Von daher auf jeden Fall, also Storytelling und Copywriting ist auch was, wo ich sagen würde, was sehr, sehr ja, eng miteinander verknüpft ist und wo ich auch sagen würde, jedes gute Copywriting hat bestimmt auch Elemente von Storytelling in sich und umgekehrt. Von daher auf jeden Fall, ja. Super, so jetzt habe ich dich unterbrochen. Okay, Emotionen wecken. Genau, Emotionen wecken. Und dann einmal noch vielleicht der Punkt, auch tatsächlich konkret zu schreiben, würde ich es jetzt mal nennen. Denn wir tappen öfter immer noch in diese Falle, uns an Floskeln zu bedienen. Was man immer noch häufig liest, ist zum Beispiel, ja, komm, wir bringen dich aufs nächste Level. Habe ich auch lange verwendet. Und ja, erstmal ist es ja auch einleuchtend, wer will nicht aufs nächste Level? Das Problem, was wir halt hier haben, ist tatsächlich, es spricht halt wirklich jeden an. Also es kann jetzt wirklich diejenige sein, die ihr Business starten will und vielleicht jetzt erstmal die ersten ein, zwei Kunden gewinnen will. Es kann natürlich aber auch sein, dass es schon der große Unternehmer ist, der jetzt auf 1 Million Euro Monatsumsatz kommen will. Von daher würde ich hier auf jeden Fall nochmal reinschauen, dass wir ganz konkret eben reinzoomen, was bedeutet dieses nächste Level wirklich? Und dann dahingehend wirklich die ja, in die Zielgruppe reinzoomen, um da dann eben Formulierungen zu finden, die ohne diese Floskeln auskommen, die dann auch austauschbar sind und dadurch dann eben gezielter die Zielgruppe auch ansprechen und damit dann auch die richtigen Menschen überhaupt erstmal auf dein Angebot aufmerksam machen und dann eben auch dementsprechend in dein Angebot ziehen. Weil es nützt dir natürlich auch nichts, wenn du da jetzt irgendwie vielleicht doch ein paar Menschen abgreifst mit dieser Formulierung und die lesen dann aber wirklich nicht wirklich weiter oder buchen erst gar nicht, weil sie dann halt ja eigentlich gar nicht mehr in deine Zielgruppe passen und dein Angebot dafür auch gar nicht mehr geeignet ist. Das wäre so genau der zweite Punkt. Kann ich da noch mal was Ja, reingrätschen? alles gut. Also, wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich bring dich aufs nächste Level, würde ich jetzt nehmen wir mich als Beispiel, Business Coaching für Frauen. Wir bringen dich gemeinsam auf dein nächstes Business Level, dass ich das nicht so sage, sondern dass ich es konkreter mache in Form von, dass du deine ersten zahlenden Kunden findest oder dass du deinen ersten fünfstelligen Monat erreichst. Sowas zum Beispiel. Genau, auf jeden Fall. Okay, Genau. super. Sehr gut. Dann ein dritter Punkt. Genau, der dritte Punkt würde ich sagen, ist wahrscheinlich keine Ego-Show zu betreiben, wenn wir das jetzt einfach mal so überspitzt nennen, weil es passiert halt immer noch häufig, dass wir einfach begeistert von unserem Angebot sind und das ist ja auch schön und gut. Und dann verfallen wir aber so ein bisschen in diese Schwärmerei. Also, boah, ich habe dazu 10 Online-Module und dann gibt es auch noch die Betreuung und das gibt es obendrauf. Und da wirklich nochmal zu schauen, okay, wir stellen wirklich unsere Zielgruppe in den Fokus, in den Mittelpunkt. Und ja, ich sage immer, wir bauen Brücken. Und das heißt, wir verknüpfen eben ja diese Fakten, was das Angebot beinhaltet. Und verknüpfen sie eben mit emotionalen Vorteilen, die dann eben auch für die Zielgruppe relevant sind, damit sie auch verstehen, damit ankommt, was sie tatsächlich von unserem Angebot haben und nicht einfach, was dein Angebot alles Tolles ist und hat und kann, sondern okay, was habe ich tatsächlich davon? Das ist etwas, ja, was häufig immer noch so ein bisschen unter den Tisch teilweise fällt und genau, was ich auf jeden Fall da mitgeben würde, damit auch der Wert tatsächlich deutlich wird. Voll gut. Abschließend ist mir jetzt gerade noch eine Frage eingefallen. Was macht für
dich so grundsätzlich, wenn du irgendwo was liest, was macht für dich ein guter Text aus, abgesehen von den drei Punkten, die du jetzt gesagt hast? Ein guter Text, der packt mich von Anfang an. Also das fängt schon bei der Headline an. Das ist auch was so, vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, nochmal einen Fokus kurz drauf legen können, weil ja 80% der Leser lesen tatsächlich nicht weiter, wenn die Headline nicht sitzt. Das heißt, hier auch wirklich nochmal ganz viel Hirnkapazität aufwenden, um eine gute Headline zu texten. Was ist eine gute Headline? Eine gute Headline ist wahrscheinlich, was wir eben auch angesprochen haben, sie ist einmal konkret, sie teasert schon an, um was es geht, lässt mich dann aber so ein bisschen im Regen stehen, damit ich eben auch weiterlesen will. Also damit ich weiß, um was es geht, aber noch nicht, ja, wie beziehungsweise den Inhalt. Also dieses Kernthema angerissen wird, angeteasert wird, aber die ganze Lösung noch nicht präsentiert wird. Egal, ob das jetzt nur ein Artikel ist oder ein Angebot oder egal, was das ist, genau. Voll gut. Das sind auf jeden Fall gute Abschlussworte. Also Titel nicht vergessen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sowieso, wenn ihr Fragen habt, findet dich auf der Webseite, auch auf Instagram. Wir werden alles in den Shownotes verlinken. Möchtest du am Ende der Community noch was mitgeben? Einen letzten Gruß oder eine Botschaft? Ja, also vielleicht, was mir so am Herzen auch liegt bei den Texten, ist wirklich, traut euch da auch die eigene Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, euch nicht einfach in Vorlagen oder fill in the blank Lücken zu quetschen, weil ihr seid einzigartig und das macht dann schlussendlich auch eure Texte einzigartig und hebt sie halt von der Masse ab, gerade in Zeiten von KI und Co., wo halt da auch immer mehr, ich sage jetzt mal noch 0815 Texte entstehen können oder auch schon ziemlich gute Texte, da müssen wir uns ja auch gar nichts vormachen. Seid ihr einfach nochmal als Person auch diejenigen hinter den Texten, die ja spüren lassen, dass da wirklich ein Herz dahinter schlägt, die sich, ja, das sich halt auch wirklich kümmert und der auch die Zielgruppe wichtig ist. Deswegen traut euch da auch so ein bisschen rumzuprobieren. Und ja, euren Stil zu finden, damit ihr euch von der Masse eben abhebt und dann auch eure Zielgruppe wirklich im Herzen berührt und ja, schlussendlich zum Kauf bewegt. Voll schön. Ein wunderschönes Resümee. Also ich sehe, du kannst nicht nur gut schreiben, sondern auch gut reden. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in deine Welt des Schreibens und der Texte mitgenommen hast. Das war sehr, sehr spannend und ich bin überzeugt, dass jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hier für sich einiges mitnehmen konnte. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Sarah erfahren möchtet, dann guckt gerne auf Instagram, auf der Webseite vorbei. Wir packen alles in die Shownotes. Und ja, an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, was heißt nur noch, bleibt mir noch zu sagen, vielen herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Sarah, für deine Zeit. Und danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Texten und Schreiben und Hirnschmalz in die Headline reinpacken und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.